Ach, diese Multitools, gell? Entweder haben sie eine coole Zange oder sie haben eine coole Schere. Oder das hier hat eben beides. Und dieses Next Tool, das habe ich schon einmal vorgestellt und habe es im Langzeittest nun 2 Jahre im Einsatz. Und wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Next Tool. Dieses Teil habe ich schon einmal vorgestellt und ich habe es ja jetzt so gut wie 2 Jahre im Einsatz und mag meinen Langzeittest mit dir präsentieren. Das Teil ist so genial. Viele Leute haben es aufgrund meines Videos gekauft, das weiß ich, weil ich die Rückmeldungen bekommen habe. Und sind noch immer zufrieden und ich hoffe, das bist du noch immer. Und weil ich es auch so genial finde, gibt es übrigens mittlerweile auch schon meinen Shop, billige Eigenwerbung, natürlich alles, hier gebe ich da den Link unten. Das Ding ist wirklich super. Die einzelnen Funktionalitäten mag ich jetzt gar nicht mehr im Detail durchgehen. Da gebe ich hier, da oben, da klickst du auf das i, das dazugehörige Video, oder du klickst unten auf in meinen Shop, dort ist auch dieses Video, wo ich genau beschreibe, was alles drin ist und was es kann. Ich will eigentlich mit dir sprechen über die Qualität. Das Ding habe ich sehr häufig dabei. Nicht jeden Tag, das wäre nicht wahr, aber sehr, sehr häufig. Wenn ich sage, wenn du wüsstest, was ich so ein Zeug habe, oh Gott, dann würdest du sagen, ich bin ein Verrückter und ich sage, ja, du hast recht. Und ich suche mir halt immer aus, da liegt eine Palette von unterschiedlichen Multitools und EDC-Messern und was mich halt gerade freut, nehme ich mit, aber das ist ganz häufig dabei, weil ich es häufig brauche. Und eines ist ganz cool, es ist noch nichts ausgeeiert, es ist noch nichts kaputt oder irgendwas, weil ich, das war schon meine Sorge. Also, dass ich mal gesagt habe, schau, ich habe das jetzt empfohlen und habe es ja auch cool gefunden und hatte es damals ein paar Wochen im Einsatz. Wie ist es jetzt? Und es ist noch immer cool. Das Nachschärfen der Klinge, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Stahl das ist, ist schon ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen Zeit investieren. Also das geht jetzt nicht so, dass ich da ein, zwei Mal drüber fahre und das ist wieder Rasiermesser scharf. Das muss man ein bisschen nachschärfen, das ist ganz einfach so. Es wackelt noch immer nichts. Es ist noch immer in Ordnung. Die Zange habe ich schon sehr häufig gebraucht. Diese Seitenschneider noch nicht. Ist bei mir ganz einfach so. Ich habe hier an dieser Stelle schon einmal, weil es trocken geworden ist und ich das gemerkt habe, Ballistol reingegeben. Ja, aber das ist ganz einfach so. Die Schere. Ich habe mit dieser Schere wirklich böse Dinge getan. Ja. Das, was man nämlich auch taugt, ist, dass das Feder unterstützt ist und noch immer funktioniert. Also ich habe etwas Böses damit getan. Ich habe nicht nur Papier geschnitten, sondern ich habe Wurzeln geschnitten. Ja, ich, vielleicht weißt du das nicht, ich bin auch kräuterkundig, wirklich, ernsthaft. Ja. Also nicht nur das Gänseblümchen oder Löwenzahn, sondern ein bisschen mehr. Und wir machen bei unseren Überlebenstrainings oder früher habe ich auch Kräuterwanderungen gemacht. Ja, da holen wir zum Beispiel die wilde Karotte. Ja, die wilde Karotte. Ja, eine Karotte, die wild ist. Nicht so groß und nicht orange, sondern weiß, aber die ziehen wir aus dem Boden raus. Übrigens, wenn dich das Thema interessiert, gebe ich dir billige Eigenwerbung alles. Den Link zu meinem Survival-Nahrungs-Online-Kurs. Aber das an einer anderen. Schau dir das an, wenn dich das interessiert. Aber, um jetzt wieder auf das coole Multitool zurückzukommen. Ach, eine, du Plaudertante. Wir holen die Wurzel, das Rhizom, die Karotte raus. Und dann schneide ich die mit dem hier in kleine Stücke, damit es die Leute kosten können und sagen, oh, hey, oh, das schmeckt urgut und ich will weitere sammeln, dann lasse ich die Leute sammeln, also das ist so mein Stil. Das heißt, ich schneide damit Karotten, die sind nicht so fett, das ist ganz klar, sondern eher, aber ich schneide damit zum Beispiel Beifuß, aber weißt du was, ich zeig's dir einfach. Da ist ja nun dieser Beifuß und den verwenden wir ja, als Handdrill, mit der Hand eben Feuer machen, ist meine zweitliebste ja, Handdrill-Variante. Königskerze eigentlich so überhaupt nicht, aber der Handdrill mit dem Beifuß. Und dass ich hier jetzt solche Blätter abschneiden kann, sagst du, ja, Reini, also das beeindruckt mich nicht, das verstehe ich. Aber sollte dich mehr beeindrucken. Also die Schere ist wirklich cool. Das ist nicht irgendein Klumpert, obwohl es direkt aus Asien kommt, sondern das Ding ist wirklich, wirklich durchdacht und es taugt mir irrsinnig. Das heißt, für all jene, die sagen, ich brauche, oder andersrum, ich will eine Schere haben, die auch wirklich was taugt. Ja? Weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt da zum Beispiel den Leatherman Free T4, glaube ich heißt er, muss ich nachschauen, ja, Free T4 raus, der hat zum Beispiel auch eine Schere, ja, und die ist auch gut, ich will gar nichts über diese Schere sagen, aber ist halt schon ein Unterschied, ob ich einen Nagelclip habe, wo man die Nasenhaare ein bisschen schneiden kann, oder eine Schere. Da komme ich zu meinen Nasenhaaren nicht hin,
Aber dafür kann ich wirklich was schneiden. Das ist der Hintergrund. Ja. Also wenn du sagst, ich brauche eh nur eine kleine Schere, aber wenn du eine große Schere haben willst, ja, dann ist das auf jeden Fall eine wunderbare Überlegung. So ist das ganz einfach. So, jetzt muss ich das wieder einbauen. Ganz kurz, gib mal ganz kurz, den habe ich auch schon einmal vorgestellt, gebe da den Link da oben, gemeinsam im Vergleich mit einem Victorinox, aber soll so sein. Gut, so. Dieses Tool ist extrem leicht, es ist extrem kompakt und ich muss da sagen, ich bin ein Victorinox und Leatherman-Nutzer. Ja? Und aus tiefster Überzeugung bin ich das. Aber das hier, das ist genauso cool. Ich habe keinen qualitativen negativen Teil. Das Einzige, ja, okay, ich habe die Schere schon einmal nachgeschliffen. Gut, aber du siehst, was ich damit herumtreibe. Also, ich meine das genauso, wie ich das sage. Nicht nur, weil ich das Ding selbst verkaufe. Du kannst es auch auf Amazon kaufen oder sonst irgendwo. Ja, das meine ich nicht. Wenn ich rausgehe und Überlebenstraining mit Leuten mache und ich habe die Wahl zwischen, Reini, such da aus eins von deinen X-Leatherman-Modellen oder alle Swiss-Tools. Habe ich alle. Also Tool, ich rede jetzt nicht von Messer, ich rede nicht von Victorinox Messer zum Beispiel, das ist eine andere Liga. Aber ich nehme nur eines mit und ich gehe auf Survival Training, dann ist es das. Kein Schmäh jetzt, kein Schmäh, weil ich aus beiden Welten, aus der Zange, die ich häufig brauche, zum irgendwas aus dem Feuer rausnehmen, also Heferl, also Töpfe und Pfannen und sonstige Dinge, und die Schere, seit ich die habe, die richtig gute Schere, brauche ich sie auch viel häufiger. Langzeittest definitiv bestanden. Daumen nach oben. Ich hätte sonst nicht den Shop genommen, möchte ich auch gleich dazu sagen. Das war's. Hast du das Next Tool damals gekauft, als ich es vorgestellt habe? Was sind deine Erfahrungen? Ich meine, das würde mich irrsinnig interessieren. Schreib mir unten einen Kommentar. Bist du noch immer zufrieden? Hast auch du überhaupt keine Probleme mit diesen Teilen? Ja? Das ist einfach alles. Trotz alledem, obwohl es sehr günstig ist, wenn man schaut den Preis an, solide verarbeitet. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst. Daumen nach oben und nach unten für das Video. Da geht es direkt in meinen Shop zu diesem Teil. Also wenn du es noch nicht hast und glaubst, dass du es brauchst, es lohnt sich. Ich gebe dir aber auch den Link auf Amazon, wenn du magst, wenn du dort lieber kaufst. Abo da lassen. Hier noch ein anderes Video. Es hat mich gefreut. Dein Reini Rossmann und bis bald.